So, heute ist Dienstag, der 25. Mai 2021, 9.10 Uhr, live aus dem Staatssekretariat Freising für Einbeck. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ganz kurze Introduktion. Wie gesagt, ich will mich mal ranhalten, mal wirklich ein kurzes Video zu machen, unter 10 Minuten. Mein Name, bürgerlicher Name ist Adrian Milosevic, der Name meiner Person, die dem Vatikan gehört, unter See- und Handelsrecht ist. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben, deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic und ich will auch mit der Familie Lachstetter nichts mehr zu tun haben, weil es eine Satanistfamilie ist und scheiße ist. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen Großeltern oder sonst irgendwas oder Großeltern zur Familie hin oder irgendwem. Also aus der Familie Milosevic. Milosevic. Auf Serbisch. So. Genau. Genau, so, keinen großen Kontakt mehr, möchte ich auch nicht mehr, brauche ich nicht, war eh nie eine richtige Familie alles hier, sondern irgendwie, es war nicht mal Patchwork oder irgendwas, sondern es war, was eigentlich traurig ist, aber es war nie eine richtige Familie, so, für mich zumindest nicht, so wie ich weiß, es hat auch kaum einer noch Kontakt zu meinen Großeltern, sowohl familienintern als auch weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich habe ja auch über ein Jahr keinen Kontakt mehr mit denen gehabt. Ich bin auch froh drüber. So. Interessiert mich auch nicht. So. Interessiert mich herzlich wenig. Auf jeden Fall, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Das soll um Menschenhandel gehen. So, wie gesagt, also es ist vorbei. Thema durch, es hat sich abgehakt. Also mich kriegt ihr nicht lebendig ins Kartell. Mit Menschenhandel, was meine ich damit? Ich meine wirklich den systematischen Menschenhandel für Sextrafficking, Sexsklaverei durch den Bundesnachrichtendienst und die CIA mit Hilfe von elektromagnetischen Waffen und Implantaten, Nanotechnologie und moderner Militärtechnik in Form von Bilder einsenden, Voice to Skull, sexuelle Stimulation, Vergewaltigung bis zum Orgasmus jeden Tag in der Hoffnung, mich halt irgendwie schwul zu machen. Wie gesagt, ihr könnt euch das in die Haare schmieren alles. Warum mache ich das Video jetzt hier? Ja, wie gesagt, ich dringe anscheinend nicht durch bei meinen BND-Lern, bei meinen Folterknechten da. Also wie gesagt, es hat sich erledigt. Beziehungsweise, was heißt, es hat sich erledigt? Es stand nie zur Debatte. Aber nach dieser Scheiße, was hier gelaufen ist, nachdem man, wie gesagt, erstens mal will ich nichts von dieser Welt, also zweitens, warum soll ich da was tun? Argument Nummer 1. Ja? So, Moment, der Schnürsenkel ist aufgegangen. Glaubst du es, ey? Moment mal. So, pausieren. So, da bin ich wieder. Also, Argument Nummer 1 ist, ich hab's noch ein bisschen fester jetzt zugemacht. Ja, das ist ja, wenn du die Schuhe auch schon eine Weile hast, und irgendwann leiert das aus und dann. Ja, auf jeden Fall. So. Argument Nummer 1 ist, ich will von dieser Welt nichts. Warum soll ich dafür was tun? Ne? Ich brauche kein schnelles Auto, ich brauche kein Motorrad oder. Das sind alles schöne Sachen, das hätte ich auch gerne, aber ich brauche es nicht zwingend. So, ich brauche keine Villa, ich brauche kein. Das sind ja nur Beispiele, ich brauche kein gar nichts von dieser Welt, nichts. Also, warum soll ich denn bitte schön für Sachen tun, die ich nicht brauche, die ich nicht will? Also muss ich auch nichts tun, ganz einfach. CB. Stehen mir durch diese ganze Scheiße sowieso noch Millionen Entschädigungen zu. Wenn das irgendwann mal aufgeklärt wird hier, wenn die Richter und die Polizei und alle mal in die Gänge kommen. Von daher muss ich also auch nichts mehr tun. Wie gesagt, man muss sich das mal denken. Jeden Tag werde ich elektromagnetisch vergewaltigt bis zum Orgasmus. Man versucht mich in Menschen zu handeln, das sind schon mal Straftaten. Unterlassen Hilfeleistung. Weil ich mehrfach den BND angerufen, aufgefordert habe und alles und das zu unterlassen. Genau. Nichts passiert ist. Das reicht eigentlich schon für eine Million Entschädigung. Schon allein das, wie gesagt, der Menschenhandel, dieser Orgasmus, diese Vergewaltigung, dann sowieso die illegale Überwachung, dass ich keine Privatsphäre habe und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich hinzu dieses Monarch-Projekt, das er mir 17 Jahre oder zu 21 gestohlen hat. Dass er meinen Körper irreparabel beschädigt hat.
oder fast irreparabel und. So, also, wäre ich auch schon längst Multimillionär. Also, da muss ich jetzt nicht noch irgendwas tun. Fakt Nummer 3 ist, nach dieser ganzen Scheiße, was hier mit mir gelaufen ist, ihr habt mich verarscht alle, ihr habt mich belogen alle, ihr habt mich betrogen alle, könnt ihr das jetzt knicken. Wie gesagt, und vor allem, was man mir auch für potthässliche Leute und Idioten und Autisten andrehen wollte damals. Wie gesagt, 90% von dem, ohne Namen zu nennen, habe ich auch schon in anderen Videos, aber 90% von dem, was sie mir andrehen wollten, war halt nix. Das war scheiße. Das waren dann irgendwelche autistischen Kinder von irgendwelchen Geheimdienstlern, irgendwelche geistig zurückgeblieben, wo ich mir so denke, Alter, die können so doch in eine Klapsmühle rein und Pillen rein und gut. Ne? Ja, nicht ich. Wenn du dann 17 Jahre lang, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich immer so der Empath, ich will keinen Stress, ne? Und deswegen, ich hätte das mal aufnehmen sollen. Wenn hier nochmal mich einen doofen Gangstalker antanzen, dann filme ich das auch und mache ich auch ein Foto und dann ist mir das auch scheißegal. Haben von mir damals auch gemacht. So, auf jeden Fall, ja. Oh, Piepmatz. Ist aus dem Nest gefallen oder was? Ja. Ja, der war ja noch ganz putzig, der war ja noch ganz klein. Wahrscheinlich gerade erst Flügel. Ah, jetzt ist er da. Ne, auf jeden Fall, darum soll es auch nicht gehen. Auf jeden Fall, das ist das. Ja. Wie gesagt, für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, Patente sind unten in der Beschreibung. Und nicht die Patente, wie gesagt, musst du einfach mal Dr. Catherine Horton internationale Staatskriminalität eingeben, das mal angucken, auch auf dem Kanal hier. Oder das letzte Video auf Englisch mit Bill Biney, mit dem NSA-Softwareentwickler, habe ich ja auch hochgeladen. Nochmal zur Sicherung, doppelt gemoppelt hält besser, wenn sie ihren Kanal löschen oder wenn sie meinen Kanal löschen und so weiter und so fort. Arbeite ich auch mehr oder weniger zusammen mit der Whistleblowerin Catherine Horton und mit Karen Melton Stewart und dem Joint Investigation Team. So. Ja, wie gesagt, mir wird übrigens genauso die Schulter zerstört. Wie das bei Dr. Melissa Black der Case ist, wollte ich schon sagen, der Fall ist. Also, genau. Genauso Schulterschmerzen und Gebrechen und das jeden Tag. Dank diesem Flieg vom Geheimdienst da. Also ich werde genauso wie Dr. Catherine Horton extra judiciary außergerichtlich hingerichtet. So, das ist dann die nächste Geschichte. Also wie gesagt, man tut mich immer noch hinrichten hier. So, also ihr wollt mich wohl verarschen hier. Also ich werde gleichzeitig hingerichtet und auch mit Omega-Programmierung bearbeitet. Omega-Programmierung ist Suizidprogrammierung. Auch mit elektromagnetischen Waffen, diesen ich nenne es Suizidfrequenzen, weil man mich halt künstlich mich so an diesen Suizid ranbringt. Das ist Omega-Programmierung. Also man programmiert mich Omega, richtet mich außergerichtlich hin zusätzlich noch. Jetzt soll ich mich noch prostituieren lassen, nochmal für ein Porno oder was. Für ein paar tausende Euros oder so. Die halt ihr immer pro Kraft. Ne. Ne, verarschen könnte ja jemand anders. Wie gesagt, vor allem nach dem Schrott, was hier alles schon, was man mir schon alles andrehen wollte, Alter. Ey, hallo? Bin arischer Übermensch, Empath, bin Nigo-Kind, ja, ohne Intelligenz, ohne Arroganz einzuwollen, aber es regt mich langsam auf. Weißt du? Und ich kann das nicht gebrauchen, irgendwelche scheiß 12-jährigen Kinder, die total verblödet sind, sich irgendeine Scheiße, keine Ahnung, bei McDonald's reinziehen und irgendwie FIFA spielen, sich darauf einwichsen, was verzeih ich damit? Die dann auch noch pottenhässig sind, teilweise, was sie mir alles andrehen. Aber wie gesagt, ich kenne die Namen ja auch alle gar nicht. Auf jeden Fall, also man kam hier schon wirklich, also... Ja, eine Hoffnung, mich halt, wie gesagt, in dieses Kartell reinzuziehen, mir auch so eine pädophile Kontrollakte anzufertigen. Bei mir funktioniert das nicht. Ne? Und die nächste Geschichte ist so oder so, weiß ich halt auch, dass es falsch ist im Gegensatz zu diesen Geheimdienstern. Ich weiß, wie schlimm das alles für mich war, dieser Missbrauch.
Deswegen fange ich jetzt nicht auch noch an, die Leute zu missbrauchen. So, ganz einfach. Genau. Nee, und irgendwann, wenn das kommt, dann halt alles zusammen, da hat man dann auch keine Lust mehr. Also so oder so. Dann, ach C, wie gesagt, ich weiß gar nicht, bei welchem Punkt wir waren, 1, 2 oder 3. Ja, gibt's auch so eine Sendung, 1, 2 oder 3, ne? Egal, sagen wir mal Punkt 4. Die nächste Geschichte ist dann auch, wie gesagt, eigentlich Punkt 1 reicht schon aus. Ich will nichts, also muss ich auch nichts dafür tun. Ich will nichts. Ich brauche kein Haus. Ich brauche keine Macht. Ich brauche kein Geld. Und vor allem, was bringt mir das denn alles, wenn ich es sowieso nicht habe? Also, wie gesagt, ich hätte hier mit 500 Millionen Euro vom Iran, ob das stimmt, weil so weiß ich auch nicht. Also, aber ich habe auf jeden Fall schon den Ayatollah hier sitzen gehabt vom Iran. Dachte, hey, was ist hier los? Es war so ein so verregneten Tag, war nichts los. Ich hatte kein Handy dabei. Und einmal saß der hier. Es kann natürlich auch sein, dass das halt alles nur ist, um mich zu programmieren, dass es ein Double war. Das geht ja. Ne, man braucht keine, also dass es ein Double war. Oder irgendjemanden, der so ähnlich aussah, den man dann noch mit Maskenbildnerei, und das geht ja auch alles, den man dann irgendwie stundenlang eine Maske angefertigt hat. Einfach nur halt, um mich zu programmieren. Ja, auf jeden Fall, der saß hier schon rum. Wie gesagt, den Soleimani habe ich hier auch schon gesehen, in einem Einbecker-Auto sogar, glaube ich. Einbecker-Kennzeichen, aber es hat ja alles nichts zu sagen. Es kann ja auch einfach nur ein Double sein oder so. Aber ich finde es schon komisch, ne? So, also die sind hier auch in meinem Gangstalking schon involviert gewesen, spät abends. Genau, muss mir jetzt keiner glauben. Ich sah es ja nur, so wie es ist. Ich habe ja auch gesagt, es können Doubles sein, um mich zu programmieren, dass ich nämlich genau das denke. Auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall groß aufgebaut werden können, mit Hilfe des Irans. Ja, habe ich abgelehnt, wie gesagt, weil so oder so ist es nichts wert. Wie gesagt, ich möchte den Kopf der Schlange haben, den Vatikan, das Kriminalkartell, diese Kinderficker-Scheiße aufgedeckt haben. Und das Letzte, was ich brauche, ist eine Terrororganisation, die Menschen tötet oder sonst was, über die ich eh keine Entscheidungsgewalt habe und mit der ich nichts anfangen kann. Ne? Ja, ist auch so. Was bringt mir eine Terrororganisation? Ich rede von einer Terrororganisation, weil es so ist. Was bringt mir das? Also wie gesagt, die Deutschen können sich ein bisschen was von der Hezbollah abschneiden, wenn die Leute mal so diesen Kampfgeist hätten, so dieses auch. Na gut, die Hezbollah macht das nicht so, soweit ich weiß, aber Sprengstoffgürtel um oder diesen Fanatismus halt. Ne? Wenn die Deutschen das mal hätten gegen den Geheimdienst und gegen die und so weiter und so fort und pipapo, ne? Naja. Wäre das ja auch alles schon vorbei, aber die Deutschen wichsen sich ein vor ihrer Playstation, vor ihrem 4K-Fernseher, gucken RTL oder was. Ja, klasse. Das hat's ja gebracht, ey. Ja, irgendwann wird's hier schon gewittern. Mir hat jemand gesagt, gestern, ein Drittel in Deutschland ist wohl schon erwacht, das andere Drittel hat keinen Bock mehr. Und das letzte Drittel ist einfach nur betäubt und erstarrt von dieser ganzen Scheiße. Ja, verstehe ich nicht, ey. Es könnte so einfach sein. Es würde schon reichen, wenn sich 1 Million Leute wirklich um den Reichstag versammeln und den einnehmen. Nicht nur hier querdenken und da rumklatschen, rumtanzen, ne? Ja, querdenz. Ja. Nee. Genau. Querdance. So, es wird dunkel. Ich hoffe, es regnet nicht. Regenschirm habe ich dabei. Aber trotzdem ist so ein kleines Pissding. Ist hier in der Hosentasche jetzt drin.
Genau, ach, es wird wieder ein längeres Video, es macht aber auch nichts. A longer video, mate. Mate, matey. So. Mate Granate. Volle Granate Renate. Karate. So. Super. Volle Granate, Renate, Renate. Renate. So. Nicht vom Thema abkommen. Ja, mit solchen Späßen muss man sich ein bisschen bei Laune halten, sonst geht's nicht anders. So, wir gehen jetzt hier rüber. Genau. So. Warum mache ich das Video? Weil man mich heute Morgen wieder bis zum Orgasmus, nicht bis zum Lusttropfen, bis zum Orgasmus vergewaltigt hat. Elektromagnetisch. Seit meinem dritten Lebensjahr. In der Hoffnung, dass ich irgendwie schwul werde. Also wie gesagt, das ist so affig. Das ist wie, weiß ich nicht. Also das funktioniert nicht. Das ist sehr einfach gedacht. Ja, letztendlich ist es so, wie als wenn mir jemand einen Pimmel fasst und mir einen runterholt, so doof sich das anhört. Halt nur mit elektromagnetischen Waffen oder beziehungsweise halt Militärtechnik. So, aber davon wird man weder schwul noch hetero noch irgendwas. So, das bringt nichts, Alter. Ne? Aber das versteht jetzt der BND nicht, die CIA versteht das nicht. Ja, warum? Weil da sexualperverse Pissetrinker sitzen, die auch Kinder poppen. Denen ist das egal, die ziehen ihr Programm weiter durch. Ob da jetzt so Menschen sterben, ist denn auch egal. Deswegen bin ich ja hier. Ich versuche das alles zu stoppen. Also wie gesagt, dafür mal Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität, auch auf dem Kanal hier angucken. Genau. Genau. Hello, Alaf. Ja, langsam beginnt sich der Verstand auch schon zu zersetzen. So langsam ist gut, so langsam streichen wir. Naja, so. Ich gehe mal kurz hier rüber, in diesen Friedhof da rein oder was. Weil ich wollte gleich zum Bäcker. Bäcker, Lecker, Schmecker. Mal ein paar Moneten mir noch was kaufen, deswegen, das war das Video noch ein bisschen strecken. Genau, auf jeden Fall. Ja, im Prinzip, wie gesagt, der erste Grund reicht ja eigentlich schon aus. Ich will nichts, warum soll ich da was tun? So, wie gesagt, wir waren bei der Terrororganisation. So, auf jeden Fall, was bringt mir das, irgendwie, selbst wenn es stimmen würde, vom Iran unterstützt zu werden oder generell finanziell von irgendwem unterstützt zu werden, ich kriege dann hier so eine Terrororganisation, was kann ich mit der anfangen? Kann ich diese ganzen Krepel hinrichten, die mich missbraucht haben? Wahrscheinlich nicht, weil das hätten sie mir auch nicht so gegeben, sondern nur, wenn ich in diesem Kartell bin, mit dieser pädophilen Kontrollakte. So. Kann ich irgendwie das Psychiatriesystem schließen lassen und beenden lassen? Kann ich den Papst damit verhaften und erschießen lassen, sag ich mal? Den schwarzen Papst vor allen Dingen, von den Jesuiten. Was kann ich mit dieser Organisation machen? Gar nichts. Oder zumindest nichts, was sich lohnen würde. So. Sag ich jetzt mal. Oder zumindest nichts, was mich interessieren würde. Ich glaube, ich gehe hier mal lieber weg, Alter. Das sieht mir so aus hier nach, nicht nach hier Schafsgarbe, sondern hier Riesenbärenklau, Alter. Das ist richtig gefährlich, Alter. So, weg hier mit euch allen hier.
Aber wie gesagt, ich bin kein Botaniker und auch kein Pflanzenkundler oder sonst was. Naja, so. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Moment. Naja. Uno momento propento. Momento, Mentos. Ja, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Alter Friedhof, lebendiger Naturraum. Da störe ich jetzt die Totenruhe von den Freimaurern da hinten, gell? Ja, die in Obelisken da. Dazu mal bitte den Film Die Pharaonen-Show von Sean Ross angucken. Jeder, der so einen Obelisk auf dem Grab hat, das sind Freimaurer. Dann sollen wohl auch Pharaonen sein, die angeblich von dem Ägypten abstammen. Von dem Ägypten, aus Ägypten halt kommen. Es ist auf jeden Fall Adel und Aristokratie, also von daher sind sowieso alles Loser hier. Naja, nicht alles, aber wie gesagt, diese Leute, die diesen Obelisken auf dem Grab haben, das sind halt Freimaurer gewesen. Die kommen in allen Formen und Farben und das sind halt Loser. So, das sind Kinderficker. Beziehungsweise, ja. Naja, so. Genau, aber wie gesagt, die Leute wachen auch auf. Wie gesagt, dazu mal Ausflug zum Berner Judenfriedhof bei YouTube eingeben und die Pharaonen-Show von Sean Ross. Aber unter Ausflug zum Berner Judenfriedhof, jetzt geht's los, Antisemit. Ich bin kein Antisemit, deswegen sollt ihr euch ja das Video Ausflug zum Berner Judenfriedhof von Dr. Sean Ross angucken. Und dann seht ihr das und erklärt er dann auch auf, wie gesagt, was diese Obelisken auf dem Grab zu bedeuten haben. Wie gesagt, ich kann halt nicht immer auf alles eingehen. Ja, wie gesagt, so, deswegen, aber das ist halt so das, was von mir in Anführungsstrichen, ich kann es jetzt nicht machen, wegen Finger abgeklebt, warum wegen Warze, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich mehr interessieren würde als irgendeine Terrororganisation, dass man die mal wegkriegt, irgendwie mit moderner Militärtechnologie, also wie gesagt, die wurde schon mehrfach ausgekratzt und was ich da gemacht habe und Essig und, nee, so. Mehr reizt für mich als diese Hezbollah-Terrorgruppe und vom Iran unterstützte 500 Millionen Euro, so. Wenn das stimmen sollte. Wahrscheinlich haben sie mich auch nur gelogen, vielleicht angelogen oder beziehungsweise, ja, um mich halt in dieses Kartell zu ziehen. Auf jeden Fall, aber mich hätte man schon groß rausgebracht, so. Hohen Positionen im Kartell. Aber wie gesagt, mir reicht das nicht. Da bin ich unzufrieden und es bringt mir auch nichts, wenn ich irgendeine pädophile Kontrollakte habe und dann da fühle ich mich auch nicht wohl bei und dann wie gesagt trotzdem noch durch die Geheimdienste, durch meine Implantate, durch das Neurotech und Nanotech in meinem Körper gesteuert werde, dann im Prinzip eh keine Entscheidungsfreiheit habe, weil ich quasi als Leader selber noch nur ein Vasall bin von Leuten, die ich nicht kenne, die mich steuern. Na so, dann meine Mitglieder und Offiziere werden dann wahrscheinlich genauso gesteuert. So, was bringt mir das dann? Und dann sage ich ja hier, greif da an. Ja, wow, nehmt die und die Person fest. Wird eh nicht ausgeführt, weil die alle gesteuert werden. Na klasse, Applaus. Ey. Ja, wie gesagt, nobody rules alone. Ne? Kein Mann oder kein Mensch herrscht alleine. So, und von daher, und wenn der ganze Geheimdienst dann
in eine Organisation infiltriert, dann bringt mir das auch nichts. Dann habe ich gar nichts gewonnen. So, dann mache ich hier Stress 5 Jahre lang, werde dann auch mit irgendeiner Drohne eliminiert. Wahrscheinlich, aber nicht wie so Soleimani fake eliminiert, sondern richtig eliminiert. Ja, klasse. Und dann? Was ist dann? Ja. So, dann ist hier alles in Schutt und Asche. Das Militär kann auf die Straßen. Ich habe noch ein bisschen geholfen, die Bevölkerung zu dezimieren. Man will ja von 80 Millionen auf 28 Millionen runter. Jawohl, das hat's ja gebracht, ne? Nee, also ich lasse mich nicht benutzen als Werkzeug. Ich kann damit nichts anfangen. Mit Geld kann man mich nicht locken. Mit Macht kann man mich nicht locken. Aber, oder wobei, mit Macht könnte man mich schon locken. Aber ich möchte reale Macht haben, wenn dann schon. Und nicht nur irgendwie ein scheiß Gesicht sein, irgendein scheiß Heini, der irgendwelche roten Bänder durchschneidet und Krankenhäuser einweiht und ein bisschen den Leuten die Hände küsst und rumklatscht und rumwinkt, ne? Sondern wenn schon reale Macht, damit ich mich dieses Freimaurer Kinderschänderkartell unterbinden kann. Das hätte ich ja auch nicht gehabt. Also von daher hätte ich ja nicht mal reale Macht gehabt. Also mich kann man nicht locken mit der Scheiße. Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Also da muss schon mehr bei rumspringen. Selbst mit dem Weltpräsidenten, wenn das stimmen sollte, kann man mich auch nicht mitlocken. Weil das genau die gleiche Scheiße ist. Einfach nur rote Bänder durchschneiden, klatschen, winken, Geld abkassieren und gut. So, klasse. Applaus. So. Bringt mir auch nichts, wenn ich von einem unbekannten Geheimdienst angesteuert werde. Jawohl, ey. Wie gesagt, mein Wunsch ist es ja nämlich, das ist mein Wunsch und deswegen wollte ich ja oder will ich ja auch die Macht, dieses Shadow Government, diese Schattenregierung, den Deep State, den Staat im Staat, den will ich ja austrocknen. Nicht nur irgendwie, ich will nicht nur am Eis, an der Spitze des Eisbergs kratzen, nee. Ich will diesen Deep State, wie gesagt, ausrotten. Komplett und zwar ein für alle Mal, dass es nie wiederkommt. Und nicht nur Teil des Problems sein. Und ein bisschen die Farbe verändern von dem Konstrukt, von dem Gefängnis, was es uns gibt. Aktuell ist das Konstrukt rot-braun, rot-brauner Faschismus. Rot-brauner Faschismus. Oh ne, es fängt an zu rieseln. Ich hoffe, es kommt von den Bäumen und das ist nur so ein bisschen so ein paar Tropfen kriege ich hier gerade ab und das ist nur, der Wind ist dann quasi. Jetzt ist hier auch eins auf dem Display. Nee. So, wie gesagt, und da kommt noch etliche Sachen hinzu. Also von daher, ihr habt nichts, was mich interessiert. Nummer 1, warum soll ich dafür was tun? Nummer 2, Nummer 3 schuldet mir nur eh noch viel, wie gesagt, für diesen Menschenhandel. Dafür, dass ich in der Klapsmühle saß, zu Unrecht. Das können sie, wie gesagt, mit irgendwelchen Dullis machen, mit diesem fetten, hässlichen Klapskopf von der Behrens-Familie, ja. Oder, aber nicht mit mir, bitteschön, ja. Oder mit dem Klapskopf von der Rosenberg-Familie, ja. Das sind doch alles Loser. Wo wären die denn ohne ihre ganzen Freimaurer-Kriminalkartell-Familien? Wo wären die denn ohne Leute wie mich, die so eine Psychiatrie foltern? Wo sich da schön dann ihre Dollars mit verdienen, ihre Euros oder Jens oder Jins oder Youngs oder keine Ahnung. Na. Nee. Das ist ja auch ich glaube, es fängt doch an zu regnen. Das ist ja auch das Kartell, was ich stoppen will. Ich gehe mal kurz hier rüber. Ich gehe dann gleich wieder zurück, wenn ich zum Bäcker gehe. Muss eh nochmal zur Sparkasse. Oder beziehungsweise muss ich nicht, aber ich gucke gleich nochmal bei der Sparkasse, was da so drauf ist. Nee, also mich kann man mit nichts locken. Nicht mit Geld, nicht mit Macht, die ich eh nicht hätte. Was ich will, ist, dass das endlich alles aufgeklärt wird, dass mein Körper geheilt wird oder halt, dass ich umgebracht werde. Wie gesagt, also es gibt nur eine Möglichkeit. Entweder ich oder meine Gangstalker, meine Perpetrators, meine Perps, im Englischen nennt man das Perps, also Täter, Perpetrators oder eben halt ich. Ich kann auf jeden Fall nicht in einer Welt leben mit Menschen, die Kinder vergewaltigen und Kinder anpinkeln und Kinder kochen und fressen und weiß ich nicht was. Und Psychopathen und Degenerierten. Und dieses ganze Psychiatriesystem, das muss auch abgeschaltet werden. Jeder, der partizipiert hat, außer die Pfleger vielleicht, die das vielleicht alles nicht wussten oder da irgendwie reingerutscht sind und eigentlich woanders arbeiten wollten, zum Beispiel Kindergarten. Die müssen auf jeden Fall alle erschossen werden, alle an die Wand, peng, alle an die Wand und Feuer, ja. Gibt's ein Lied von Gigi, alle an die Wand. Geht's um Pädophile. Jetzt geht's wieder los. Oh, Antisemit, rechts, nein, ich bin nicht rechts. Und ich höre auch keinen Rechtsrock mehr, kein Lanzer, kein Gigi und die braunen Stadtmusikanten. Aber
Das ist wie halt mit normalen Bands auch. Es gibt halt natürlich trotzdem vereinzelte Lieder. Wie zum Beispiel, gebt da mal bei YouTube ein, Gigi an de Wand. Nicht an die Wand, sondern der Uploader hat das an, A-N-D-E, an de Wand genannt. Ja, an de Wand und Feuer, und da geht es halt um Pädophile. So, und das ist, kannst du links sein oder rechts sein oder grün sein. Ja, wenn du grün bist, dann findest du es wahrscheinlich nicht gut, das Lied. Auf jeden Fall, ja, da geht es ja halt darum, Pädophile zu erschießen. So, also von daher hat das ja dann auch nichts mehr mit rechts oder links zu tun, sondern das ist ja ein ubiquitäres Problem, was sowohl links oder rechts und rechts auch betrifft. So. Genau, ist halt wie mit anderen Bands auch. Ne? Es gibt halt Lieder, die mag man und die vergisst man auch nicht, und es gibt halt Lieder, die sind scheiße. Genau. So, hör mal. Genau. So. Sightseeing-Tour, das ist ein Easter Egg. Wir kommen bei Personen vorbei, die ich nicht mag, weil sie Verbrechen gegen mich begangen haben. Das ist jetzt ein Insider für diejenigen, die meine Videos schon länger verfolgen. Ich befinde mich hier gerade in der Adlerstraße. Am Anfang der Adlerstraße, so, mehr sage ich dazu nicht. Das ist kein Easter Egg, das ist ein Insider. So. Hier wohnen Leute, die mitarbeiten für das Kriminalkartell. Psychiatrie ist ein Fake-System, Lug und Trug. Dr. Catherine Horton, auch auf dem Kanal hier. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager. Alternativ, neueste Nachrichten auf ihrem Kanal, Dr. Catherine Horton. Einfach mal eingehen bei YouTube. Neueste Nachrichten, Dr. Catherine Horton. So, da ist es im Prinzip das gleiche Video. Ich teile ja ihre Videos nur sicherheitshalber. Wenn YouTube die löscht oder so, hat sie ja auch schon Probleme mit gehabt. Ja, ich habe auch noch viel auf der Festplatte von ihr, von anderen Whistleblowern und von Karen Melton Stewart. Ne, von Karen Melton Stewart doch, weiß ich gar nicht. Ich habe so viele Videos, bestimmt auch schon in den Gigabyte, mindestens 20 Gigabyte, ey. Mindestens. Also denkt ihr euch jetzt, boah, was ist denn 20 Gigabyte? Doch, das ist schon was. Das ist ja auch nicht jedes Video, geht auch nicht stundenlang. Also ich habe über hunderte Videos auf jeden Fall. Über 20 Gigabyte, wenn nicht sogar, nicht doch über 30 Gigabyte, glaube ich sogar, nur an Videos und ja, noch mehr, keine Ahnung, ich habe keinen, weiß es nicht, muss ich mal sehen, muss ich mal gucken. So, wir drehen mal wieder schon mal um, weil 32 Minuten, 43 habe ich, jetzt habe ich doch länger geredet, als ich wollte. Ja, ich wollte es auf jeden Fall nur mal loswerden, so, warum soll ich was tun für Sachen, die ich nicht will, was mich nicht interessiert. B, schuldet man mir sowieso noch vieles. C. Ne? Ja, da eigentlich der erste Punkt, der hat sich's doch schon. Da hat sich's doch schon abgehakt. So. Also, ihr könnt mich mal kreuzweise da beim Geheimdienst, bitte unterlasst es, jeden Tag elektromagnetisch zu vergewaltigen. In der Hoffnung, mich irgendwie noch prostituieren zu können, das läuft nicht mehr. Das hat sich. Das hätte man sich von Anfang an überlegen müssen, welche Richtung will man mit mir gehen. Prostitution, Sextrafficking. Gut, das funktioniert bei mir nicht, weil ich dazu zu arisch und zu überlegen bin. Das funktioniert bei autistischen Legasthenikern, Bodenstangen, Idioten, Klapskopfkindern wie diese die von der Behrens-Familie oder so, die eh verblödet sind, aber nicht bei mir. Mein Wille ist unbrechbar. Oder halt Psychiatriesystem, Pillen, Geld verdienen, Körper kaputt machen, verstümmeln, Adrian ermorden. Den Weg ist man gegangen. Bitteschön, dann gehen wir diesen Weg jetzt auch zu Ende. Entweder ich siege oder halt das Kriminalkartell. Ist halt die Frage, schaffe ich es noch vorher irgendwie die zu verklagen? Gibt es hier irgendwie Rechtsanwälte in der Umgebung, die mich unterstützen würden? Ich habe Axel Linneweber mal kontaktiert, der, ich weiß nicht, ob der Geheimdienst da Stress gemacht hat, aber der will den Fall wohl nicht übernehmen. So, Heinzki, die haben mich beim letzten Mal in diesem Todeslager verrotten lassen. Da muss ich selber noch meine, frage ich mich auch, wozu gibt es da einen Verfahrensbeistand, selber noch meine Beschwerde aufsetzen. Wo ich dann letzten Endes auch rausgekommen bin, weil die Richterin vom Oberlandesgericht das aufgehoben hat. Also letzten Endes war ich dann doch im Recht, so wie immer. Ist wirklich so, so wie immer. Genau. Ja, aber da fragt man sich, wozu hat man einen Verfahrensbeistand dann? Die werde ich nicht nochmal kontaktieren, dann fallen die auch raus. Und der Rest ist alles nur Seerecht, wollte ich schon sagen. Familienrecht, Verkehrsrecht, die brauche ich nicht. Ja. Was soll ich mit einem Verkehrsanwalt?
in einem Fall, wo ich mindestens 100 Millionen Euro Schadensersatz vom BND einklagen will. Bringt nichts, ne? Schwierig, ey, dieses System, ne? So, ich gehe gleich mal zur Sparkasse, dann gucke ich mal auf meinen Kontostand. Dann gehe ich zu Tarke. Attacke, Attacke auf Tarke. Nee, also das hat sich, wie gesagt, erledigt mit der Prostitution, ne? Nach diesen Vollidioten, also ich nächstes Mal filme ich das. Also was man mir hier schon für einen Dreck als auch als Müll halt, wo ich mir so frage, Alter, wer zeugt sowas? Wie gesagt, ich kenne die Namen auch nicht teilweise, aber mir hat man schon so viele, das muss man sich auch mal vorstellen, so krank sind die Geheimdienste. Mir schickt man fremde Kinder her, die ich nicht kenne. Nee, also das ist einfach nur noch krank und deswegen will ich das System ja auch unterbinden. Genau. So. Ich warte jetzt hier noch kurz, gehe ich zur Sparkasse. Nee. Aber vor allem, wie gesagt, nach den Idioten, die man mir hier andrehen wollte. Ein Beispiel, zum Beispiel, nee, das hat sich, wie gesagt, ihr habt mich so dekonditioniert und so im Herzen gekränkt und wehgetan mit dieser Scheiße. Erstens mal mit dem Fakt, dass er mich überhaupt trafficken will, egal mit wem, Menschen- und Sexhandel. Zweitens, mit wem er mich damals trafficken wollte, beispielsweise hier Erik Reichelt. Ich weiß nicht, also, das ist doch krank, Alter, was soll ich mit solchen verblödeten, hässlichen Losern? Benjamin Behrens, auch fetter, verblödeter Loser. Wen haben wir denn noch? Also wie gesagt, halt nur Schrott, wo ich mir so denke, Alter, die Leute können sie noch in den Klaps schmühlen, sperren oder hinrichten oder sonst was. Ja. Soll dieses Kartell mich hinrichten? Ganz ehrlich, bin ich froh. Ich bin lieber tot und bei Gott oben und dafür frei und werde nicht jeden Tag sexuell vergewaltigt, als irgendwie hier versklavt zu sein und ein fettes Auto zu fahren und mit den größten Oberlosern, mit euren Freimaurer-Krepel-Kiddies da und diesem Kriminalkartell hier zu überleben am Ende. Total versklavt und gechippt. Bitteschön, ihr sollen die ihre Freimaurer-Scheiße da durchziehen. Ja, mal ganz ehrlich, wer will denn sowas? Dr. Cassius Norton, internationale Staatskriminalität. Viele Leute sind ohne ihr Wissen bereits illegal implantiert worden mit Nanotech, Militärtech, Hightech. Dazu empfehle ich Dr. Catherine Horton und das Techno Crime Fighters Forum. Einfach mal bei YouTube eingeben. Techno Crime Fighters oder auf Deutsch Techno Kriminalermittler. Also nicht, doch so wie Techno. T-E-C-H-N-O für die Legastheniker beim BND. Techno. Techno. Bum, 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 bum. Ja, das war kein Techno. So, Techno Kriminalermittler. Und Dr. Catherine Horton, und da gibt es dann auch so 20, 30 Videos, wo die dann mit Karen Melton Stewart und wie die alle heißen, da ermitteln ist, was eigentlich der Job der Polizei wäre oder der Polizeidienststellen. Und auf jeden Fall nicht mein Job oder Dr. Catherine Hortons Job. Muss man sich auch mal geben. Ich bin 21 Jahre alt. So, gehe ich stark davon aus. Und kämpfe alleine gegen die Geheimdienste. In meinem Alter. Das ist nicht mein Auftrag. Und ein 200 Jahre altes Kriminalkartell. Also die Freimaurer und alles. Ne? So, also wie gesagt, ihr könnt es euch in die Haare schmieren. Ihr habt mich dekonditioniert, aber was mir, wie gesagt, am meisten wehgetan hat, waren wirklich auch, naja, nicht nur diese Idioten, sondern dann auch diese Psychiatrieaufenthalte, wo die mich da mit diesen Pillen wirklich verstümmelt haben. Anders kann man sich ausdrücken. Psychiatrien sind ja Nazi-Todeslager, Internierungslager. Ja, das ist ein Todeslager schon eher. Das Armee aus Hildesheim ist ein Todeslager. Das ist nicht nur ein Internierungslager, das ist ein Todeslager. Das haben sie einfach nur schön hübsch aufgezogen, damit es dann so aussieht, so nach außen. Das ist halt, im Prinzip... Ja, weil wenn die Todeslager heute aussehen würden wie Todeslager, wie damals, wie die KZs, das würde ja auffallen, das geht ja nicht. Deswegen muss man es halt tarnen. Deswegen kriegen die halt alle einen schönen Anstrich. So, das Nazi-Exterminierungspersonal, die Dr. Mengele ist da in diesen ganzen Anstalten,
Ja, die staffiert man auch schön aus. Die kriegen ein schönes Namensschild hier. Dr. XY, ja. Oh, das ist ja ein Doktor. Und die werden schon wissen, was sie machen, weil die ein Namensschild haben. Da steht drauf Doktor. Und ja, genau. Und das reicht ja für die dummen Schäfchen, ne? Die RTL gucken und bei McDonald's essen und ja, zum Leidwesen der arischen Übermenschen mit hohen Intelligenz, Indigo und Apathen, die sie dann in solchen Lagern vernichten, wie mir. Habe ich gesagt, ihr werdet euch alle schon umgucken, wenn so Leute wie ich erstmal alle weg sind, es keine klugen Leute mehr gibt, es keine Freidenker mehr gibt. Ja, dann haben die Freimaurer auch die Arschkarte, ne? Weil man braucht schon intelligente Leute, die irgendwie die Gesellschaft tragen, die Technologie entwickeln. Wer hat denn das entwickelt, Gedankenübertragung? Dr. Nölting Bengt. Er ist gestorben, haben sie ermordet. Wie gesagt, ich muss das Video auch bald beenden. 43 Minuten 42 habe ich, weil der Speicher schon so voll ist mit diesen ganzen Videos und alles und Beweisen und bam und das und so und hast du nicht gesehen und dann... Gut, ich könnte, glaube ich, wechseln auf einen internen Speicher, aber der ist auch schon voll. Das ist jetzt die SD-Karte, glaube ich, oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, die Leute, die Freimaurer, werden sich schon wundern. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir halten fest, ich mache nicht mit, ich kämpfe bis zum Umfallen, bis ich meine Gerechtigkeit kriege oder halt sterbe. Verzeihen werde ich niemandem und die Freimaurer werden sich schon umgucken, wenn es keine intelligenten Leute mehr gibt, die Technik entwickeln. Wenn es nur noch diese dummen Kartellkriminellen gibt hier dann, die nichts können, diese Autisten und Legastheniker vom Geheimdienst. Ja, na dann, gute Nacht, ey. Das ist eh eine Welt, in der möchte ich nicht leben. Wie gesagt, Bill Biney, NSA-Softwareentwickler, der hat die ganzen Programme geschrieben für die NSA und wo sie mit abhören. Und jetzt machen sie eine genauso kaputt. Und er wird hingerichtet. Dr. Catherine Horton habe ich gestern hochgeladen und mit Bill Biney und Dr. Millicent Black. Ich werde genauso gefoltert wie Dr. Millicent Black. Ich habe genau dieselben Schulterimplantate. Also wenn ich Pech habe, ist dieser Shoulder Bone auch nicht mehr attached bei mir. Also sie wird mir genauso pulverisiert, die Schulter. Genau, so, ich muss das Video jetzt auch beenden. Genau. So, verzeihen werde ich keinen von euch. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ich werde kämpfen bis zum Umfallen. Bitteschön, das habt ihr euch selber eingebrockt. Mich hat man nicht in ein Nazi-Todeslager zu sperren. Und schon gar nicht hat man mich mit irgendwelchen Vollidioten zusammenzubringen. Und schon gar nicht beides. Und schon gar nicht hat man das mit mir zu machen. Das kann man mit euren Dreckskindern machen, wie von den Behrens Familie da. So. Ich gehe jetzt zur Sparkasse. Ihr denkt darüber nach, was ich gesagt habe, alle, die das Video sehen. Und dann wünsche ich euch was. Freimaurern die Pest anheizt, wie immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.